Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind in der Charaktererstellung. Ja, nicht so ganz, eigentlich sofort noch in der Charakterübersicht. Denn es ist endlich soweit, Leute. Ich darf mir einen richtigen Jabber da erstellen. Ah, ja, gestern ist Victory is Live rausgekommen und ich durfte nicht spielen, weil ich hatte Vereinsabend und ich saß den ganzen Abend. Hey, wow, wow, wow. Was ist denn das? Dreh ich mal um, Dude. Haben die Uniform modifiziert? Der Tricorder war dann, oder besser gesagt, das Scannergerät, ich weiß gar nicht, ist das ein Tricorder? Ich glaube schon. Aber diese Details, die waren jetzt noch nicht da. Hat das der auch? Warum haben die Vanguards das nicht? Wieso sind die extra Details nicht auf der Vanguard-Uniform? Beschwerde! Nee, werden wir gleich mal gucken, vielleicht kann ich das irgendwie einstellen. Ah! Leute, ich bin aufgeregt, das habt ihr bestimmt schon festgestellt. Bevor ich jetzt aber allerdings einen Jemhadar Vanguard erstelle, möchte ich nochmal ganz kurz bei den normalen Jemhadar reingucken, was der so für Optionen hat. Ach, ich darf ihn endlich erstellen. Yay! Lass uns mal ganz kurz gucken. Was haben sie da eingestellt? Ah, es gibt Jemhadar-Abzeichen. Tricorder der Jemhadar gibt's. Okay. Jemhadar taktisch, Jemhadar Armschutz. Oh, das ist mir gestern noch gar nicht aufgefallen. Oh mein Gott. Jemhadar Rucksack. Armbefestigung. Hier haben wir nochmal Jemhadar. Jemhadar taktisch nochmal. Oh, es gibt's noch so. Das ist mir gestern echt noch nicht aufgefallen. Noch mehr taktische Jemhadar Sachen. Ja, natürlich. Jetzt kann das sein, dass das was mit der Vanguard-Uniform zu tun hat? Ja, das kann sein. Da ist schon wieder Jemhadar taktisch. Die Uniform heißt ja Jemhadar taktisch. Die Vanguard-Uniform heißt Jemhadar taktisch. Ah, da stammt das wohl her, hä? Halswärmer. Nee, nicht Halswärmer. Es ist die verdammte Kanüle fürs Skaterzell White. Ja, es ist ein Heizwerfer. Gut, Leute. Ah! Ich muss mich ganz kurz zusammenreißen. Ja, wie gesagt, ich konnte gestern nicht spielen. Ich hatte gestern Abend AG-Abend. War ein schöner Vortrag über Maya-Astronomie. Das hat sich wenigstens gelohnt gehabt. Aber trotzdem, ich darf den jetzt endlich erstellen. Okay, wir haben hier drei Schuppenarten, die wir wählen können. Als Hauttyp. Wir haben drei verschiedene Jemhadar-Kopftypen. Wir haben, genau, hier drauf wollte ich nämlich jetzt mal achten. Wir haben Schädel, Zacken, Zacken 2, 3, Schädel 2, Hauben 1 und 2, und Zacken 4, alles klar. So, Haartracht haben wir Jemhadar 1 bis 5, die gucken wir uns gleich nochmal an, und Jemhadar Kiefer 1 bis 6, alles klar. Darum ging es mir nämlich, weil jetzt lasst uns mal gucken, was haben die Vanguards? Die Vanguards haben Schuppen 1 bis 3, Jemhadar Köpfe 1 bis 3, Jemhadar Sachen. Ah ja, Vanguard Wölbung. Ach ja, stimmt ja, diese coolen Sachen hier. Mhm. Dann Vanguard große Haube und nochmal große Haube. Mhm. Ich finde das gerade krass, wie. Das sieht aus wie so eine Krone. Das haben wir. Ja. Es sind hier sechs Optionen dazugekommen und Haartrachten, glaube ich, plus zwei. Aber ey, sagen wir mal ganz ehrlich, ich werde einen Teufel tun, dem neuen Ometi-Clan Haare zu geben. Ich erinnere mich noch an das Desaster vom letzten Mal, ne? Oh Gott, das sieht auch aus, als hätte der einen Wischwamm auf dem Kopf. Gut, jetzt lass mich noch mal ganz kurz gucken. Hier haben wir Jemhadar taktisch. Was haben wir hier? Tatsache, Tricorder der Jemhadar. Wie cool ist das denn? Was gibt's denn da noch so? Armschutz. Achso, das ist jetzt hier für die andere Seite. Handgelenkbefestigung. Jemhadar taktisch. Jemhadar 1 und 2. Das ist das Problem. Die Jemhadar-Uniform ist jetzt quasi. Ah ja, hier ist Jemhadar-Abzeichen. Cool. Die Uniform ist quasi aus dem Lobby-Store, bloß dass jetzt halt die Abzeichen und die Kette zu Weitröllchen und der Tricorder und so dazugekommen ist. Aber ansonsten ist das aus dem,
aus dem Lobby-Store alles. Gürtel haben wir. Ich könnte denen den bajoranischen Gürtel geben. Igitt. TOS Schatz. Klar, genau. Machen wir uns jetzt schon ein Spiegeluniversum, Jammer da. Alles klar. Da haben wir noch ein. Kann man das jetzt benennen? Schutzschilde? Kann man das so nennen? Sieht sehr, sehr Samurai-mäßig aus. Muss man mal ehrlich so sagen. Beutel. Genau. Hier haben wir noch diesen komischen Munitionsbeutel oder Ketterzewaldröllchen. Beute oder was auch immer das ist. Also gut. Ich würde sagen, Leute, ich erstelle mir jetzt meinen Ometi-Clan. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der dann soweit fertig ist. Aber nichtsdestotrotz, ich fange erstmal an, die Uniform zu designen, weil ich brauche eine richtige Uniform, um Charakter zu erstellen. Ach ja, und noch eine Sache, ich greife mal einmal ganz kurz nach hinten, weil ich habe noch meine große Jem'Hadar-Figur hinter mir stehen. Die nehme ich jetzt mal als Referenzmodell für den neuen Ometi-Clan. Also, dann, bis gleich, Leute. Jetzt muss ich erstmal designen. Eine Ewigkeit später. So, Leute. Da bin ich schon fertig. Ich habe gar nicht so viel an ihm verändert. Ich bin mir selber noch nicht so ganz hundertprozentig im Klaren, wie ich ihn ganz hundertprozentig haben will. Auf jeden Fall wollte ich ihm so ein Panzer da vorne an die Nase dran kleben. Es gäbe noch andere Versionen, andere Kopfarten, die mich interessieren würden, aber ich finde, das hier sieht unheimlich cool aus, irgendwie unheimlich gefährlich und es sieht auch so aus, wie wenn du mit einem TH-116 auf meine Stirn schießt, das bringt nicht viel, weil meine Panzerplatte wird das eh abwehren. Nee, ich find dieses Design unheimlich cool. Es gefällt mir so. Erstmal. Wie gesagt, vielleicht verändere ich ihn auch nochmal. Oh ja, da fehlt noch was. Ich habe eben einen ganz großen Fehler gemacht. Bin eben nochmal ganz kurz aus der Charaktererstellung rausgegangen und habe dann das Modell laden lassen. Das backt rum. Da löscht er die Uniform. Der Kopf wird zwar geladen, der Körper wird zwar geladen, aber die Uniform nicht. Wo waren das? Oberkörperfestigung? Nicht Kragen? Kragen, genau. Halswärmer. Da war was. So, Halswärmer 1 oder Halswärmer 2. Warum heißt das Halswärmer? Ich weiß es nicht. Okay, Hintergrund. Biografie natürlich. 7 heißt Leben. Alles groß geschrieben. Nein. Ometi. Apostroph. Clan. Bei meinem ersten Jem'Hadar habe ich nämlich den Fehler gemacht, nicht das Apostroph zu setzen. Jetzt habe ich das getan. Jetzt fehlt nur noch ein Schiffsname. JH-56284-HU. Gefällt mir. Das gefällt mir gerade echt. Kann ich deine Codenummer einsetzen? Das ist ja geil. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal mit der Charaktererstellung. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein ganz klein wenig enttäuscht. Ich habe eigentlich gehofft, dass noch ein paar mehr Optionen reinkommen würden. Ich hätte ganz gerne ein paar Kombis gehabt, noch mit anderen Schädelcaps. Ich hätte das hier, dieses V, nennen wir das mal so, gerne mit diesem Schädel hier kombiniert.
Ja, mit Chill 1 und dann, was ist das? Vanguard, große Haube 1. Das hätte ich gerne kombiniert gesehen oder gehabt oder so. Aber naja, ist egal. Auf jeden Fall sieht das so übel cool aus. Die Gemmer da sind vom Design her wirklich tatsächlich etwas limitiert. Das muss ich ganz ehrlich so zugeben. Ja, falls sich einer fragt, was ist mit dieser Uniform, ich habe die jetzt wirklich nach der Figur designt, die hier neben mir steht. Finde ich, sieht nicht schlecht aus. Gefällt mir so. Ja, das ist jetzt erstmal bloß ein Prototyp, möchte ich mal dazu sagen, weil ich bin so aufgeregt. Ich will einfach bloß noch zocken. Gut, Leute, dann sehen wir uns im Tutorial wieder. Bis dahin. Tschaußen.